74? Ja, ich glaube, das stimmt so. Und wir verlassen die Wüste und gehen zu den Bergen von Frostdead. Jo, direkt neue Musik. Und hier hocken zwei rum. Ghetto Pack 2. Wir kamen her, um diese Höhle zu untersuchen, weil sie so merkwürdig aussieht. The Xandros. Das sind angeblich Reliquien einer längst vergessenen Zivilisation. Ein Totenkopf. Warum auch nicht? Okay, dann gehen wir weiter nach Norden. Dum, dum, dum. Und da kommen schon neue Monster. Und neue Attacken. Und zwar, wir haben jetzt dazu bekommen Murks. Rauschfreie Aufnahme. Perfekte Qualität. Moment, ich kann nochmal vorlesen, was da steht. Murks, Vater von Marx, will mithelfen. Rauschfreie Aufnahme. Vor Freude über eine gelungene Aufnahme haut man den Gegner einfach auf den Gegner drauf. Ach ja, die Gegner sind YouTube Wartung. Sehr nervig. Kann man auch nichts machen. Was hatten wir hier? Perfekte Qualität. Perfekt heißt alles heilen. Instant Rendern. Das geht so schnell, das merkt man gar nicht. Zack. Hm, nicht schlecht. Murks. Jo, der Penner ist eingeschlafen da hinten. Und alle heilen. Yeah. Und Instant Rendern. Nicht schlecht. Jetzt überlegt. Und hier haben wir Z-Saber. Einen Schlag mit dem übermächtigen Z-Saber des Zero. Ja. Ach ja, hier haben wir nebenbei Internetstörung. Ist auch sehr böse. So. Hau drauf. So, hier kommt der Z-Saber. Plupp. Null. Der Grund? Ich habe das Spiel ja nie gut zu Ende geschafft. Weswegen der Tag auch nur so schwach ist. So, und damit hätten wir eigentlich schon alle Monster gesehen in diesem Spiel, die ich entwickelt habe, hier eingesetzt. Es kommen keine neuen mehr. Also es kommen jetzt immer nur noch dieselben. Ah, und hier schneit es. Ach, und jetzt, wenn ich mal keine Monster haben will, jetzt kommen die aber auch dauerhaft. Ja, ja, ja. Ist klar. Hallo. Wir kennen doch die Attacken jetzt. Jetzt geht's weiter zu den Abonnenten. Da oben wartet noch ein Dorf voller Abonnenten auf mich. Hey. Wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich 75 Abonnenten, habe ich jetzt schon vorgelesen. Also genannt. Da 92 da sind, heißt das, da oben in dem Dorf müssen noch 17 Stück lauern. Nee. Doch, 92. Er muss auf Level 93 18 lauern da oben im Dorf noch. Hallo? Ich gehe 3 Schritte, es kommt schon das nächste Monster. Hallo? Jetzt reicht's mir aber mal. Im Wald war das nicht so und da habe ich dieselbe, Hallo. Im Wald kam auf 300 Schritte ein Monster. Hier kommen auf alle 3 Schritte ein Monster. Und das bei derselben Wahrscheinlichkeit. Und wir sind schon im nächsten Dorf. Und zwar in Kea an. Du siehst verdächtig aus. Arolenko. Nein, ich bin nicht verdächtig. Ich habe Umhang, nicht Umhand. Ich habe den Umhang nur so an, weil mir kalt ist. Schon wieder ein Fehler. Ich bin hier voller Fehler. Ich bin ein Fehler. Darius, Gott 1. Ich verstehe nicht, wie mein Bruder mit diesem hässlichen Mantel sich auch nur nach draußen traut. Oddworld 2010. Mein Mann kauft uns alles, was wir wollen. Wie kann man ihn da nur hassen? Gear 3K. Vor 3000. Ich kaufe meinen Kindern immer alles, was sie wollen. So werden sie mich nie hassen. Aber total verzogen werden. Gut. Du, was machst du da? Shadowhunter Ryu. Es soll Glück bringen, einen Baumstamm neben sein Haus zu legen. Wenn du meinst. Es ist ja Drei-Hinki. Wir hatten viel Geld und hatten uns ein Klavier gekauft, obwohl keiner von uns spielen kann. Mr. Loon. Finger weg von meinen Schätzen! Ist ja gut, ich hier ja schon. Gut, wen haben wir denn noch hier so? Ach, der Händler, du bist... kannst du teleportieren oder so? Gremlin 95. Hier liegen viele tapfere Krieger, die das Monster am Gipfel des Berges herausforderten, doch versagten. Hey, hey, hör auf dich mal zu bewegen. Nostalg Kultun. Ich liebe den Schnee hier. Yeah, Schnee ist geil. Was haben wir hier drin? Piraten. Name war noch frei. Tch, Inrichtung ist für Weicheier. Hiob X. Der Captain ist unser großes Vorbild. Hier. Shadow der Wächter. Obwohl der Captain immer so hart tut, ist er wie ausgetauscht, wenn es um seine Tochter geht.
Wie jeder Vater, würde ich einfach mal sagen. Oder wie die meisten. Was haben wir denn hier so? Dirty Harry 713. Als königliche Familie dieser Insel müssen wir dementsprechend leben. Phoenix der Dagona. Meine Mutter hat mir beigebracht, nicht mit Dreck mit Vidir zu reden. Darf ich dich töten? Uchiha 16. Papa meinte, wir sind die Reichsfamilie in diesem Land. Digger Nigger Gamer. Weiche von mir, Unseliger. So, habt ihr davon. Sven 441100. Habe ich den falschen Beruf gewählt? Ich merk's. Taichi Y24. Das ist echt eine schwere Familie, aber zum Glück bin ich nur das Dienstmädchen und die nicht die Unterhaltung wie meine Kollegen. Verdammt, wieso vergesse ich ja so viel? Ich sollte meine Spiele wirklich erstmal testen, bevor ich sie so öffentlich zeige. 94? Ich bin irgendwie ein Level höher, als ich es eigentlich sein sollte. Hä? irgendwie komisch. Hi, wie geht's? Ja, ich kann eine Menge Sachen kaufen. Auch wenn ich kein Geld dafür habe. Was nicht so schlimm ist, weil bald gleich was passiert. So. Was speichern? Aber, warum bin ich ein Level höher, als ich es eigentlich sein sollte? Das wundert mich doch jetzt ein bisschen. Ach ja, Moment. Ich habe jetzt noch die letzte Attacke bekommen. Also, wir hatten ja jetzt. So. Chip und Chap. Zelda Oracle of Ages. One Piece. Shaman King. Master of Spirits. Wario Land 3. Tales of the World Narikiri Dungeon 2. Kingdom Hearts Chain of Memories. Donkey Kong Country 3. Kirby Nightmare Dreamland. Zelda Oracle of Seasons. Nee, Moment. Moment, nein, das ist Kirby Nightmare. Achso, stimmt, das war ja das andere Kirby da. Die kleine Challenge, die ich gemacht habe mit. Aus Kirby Superstar. Alle Schätze im Treasure Hunt suchen. Dann hier Mega Man Zero und Jesse Juniors Erbe. Aus Metroid. Super Metroid. So gut, dann wollte ich ja mal kurz nur Metroid. Jesse Juniors Erbe geben. Zeigen. Mann. Letzte Attacke und dementsprechend auch die stärkste. Seht, was unser Jesse Junior mir gegeben hat. Wooms. Jo. Ich finde, das ist eine sehr passende Attacke dafür, dass es von Jesse Junior kommt. Ja. Er hat sein Leben geopfert. Dafür haben die Gegner es auch verdient, mit einem Schlag zu sterben. Gut. Und oh, wer wartet da denn wieder auf uns? Tsuchimaru. Ah, Jesse, du hast es bis hierher geschafft. Was zum... Wo kommst du denn plötzlich her? Ich habe den Aufzug genommen. Nochmal die Frage. Darf ich die Stadt in Videonata töten? Ich habe dich den langen Weg nehmen lassen, damit du das Leid der Menschen auf dieser Insel sehen kannst. Aber den Menschen ist doch ganz gut. Hä? Welchen Dörfern warst du denn? Hananon, Fiva, Sando und Kean. Oh, sorry, ich habe mich um die falsche Insel der Hälfte geschickt. Kannst du nochmal runter und... Ein Scheiß werde ich jetzt. Lass mich nicht durch, damit ich Videonato töten kann. Nicht so voreilig. In deinem jetzigen Zustand wirst du ihn nie besiegen können. Dann gib mir neue Waffen, Items und ein paar Level-Ups. Okay. Ausrüstung und Items bekommen. So, das sollte genügen. Gut, dann wollen wir doch mal dem Videonato da oben gehörig in den Arsch treten. So, wir sind alle auf Level 99. Haben ein paar Items bekommen. Zur Hilfe. Fähigkeiten waren ja schon alle vollständig. So, wir haben jetzt hier Doppeldolch, der Dolch ja zweigeteilt zu sein scheint. Dann ein Augendolch. Dolch nicht anzugucken. Federbandana. Ein paar Feder dran und schon sieht's schön aus. Und eine Hackerjacke. Eine Jacke für wahre Hacker. Dann Audacity. Starke Flügel hat es bekommen. Für besseren Flug. Bessere Flügel, besserer Flug. Ultraschallgehör. Hört mehr als alles. Und straffe Haut. Mehr als nur ein Fetzen. Dann Cam Studio. Stahlfedern. Viel stabiler als normale Federn. Lange Haare. Halten die Ohren im Winter warm. Und eine Federrüstung. Sehr viele Federn auf einen Haufen. Und noch hier Riesenscheren. Größere Scheren, größerer Schaden. Logisch. Ein Plateaukopf. Flach, flacher, am flachesten. Und Diamantenpanzer. Diamant das erste, was es gibt. Somit dieser Panzer auch. Ja, Status ist auch hier. Imba und so weiter. Gut, dann wollen wir nochmal hochgehen. Auf zum Videonator. Ach, das geht echt hoch. Ja. Boah, wie weit denn noch?
Aha. Bald bin ich im Himmel, ich sehe es schon kommen. Sag doch, ich bin im Himmel, hier gibt es nicht mal mehr Schnee. So, und da hinten wartet der Endboss auf uns. Deswegen speichere ich mal kurz. Schneide und gleich geht's zum Endboss. Bis gleich.